Ja. Aber drumrum. Kann man da jetzt auch noch runtergehen oder? Nee. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ist es der Power Room? Okay. Es wurde nicht oft benutzt, okay. Ein Sicherungskasten. Ist das eine Tür? Nichts Besonderes, okay. Es ist hier zu ruhig. Ach! Guck mal, ein Ventil und eine Schreibmaschine. Coole Sache. Und ein Farbband. Ja. Würde ich gerne nehmen. Ja, sehr schön. Oh. Wirklich gut. Das ist nur ein Farbband, ja. Ist mir egal. Das ist nicht so schlimm. Eine Kiste gibt es hier, glaube ich, nicht, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt gleich ein Bosskampf, ne? Nun. Ja, gehe ich jetzt mal zurück und lösche den Brand. Dann kann ich hier wenigstens nochmal abspeichern. Ich habe ja nämlich so ein bisschen Schiss. Weil wenn hier schon jetzt eine Dings ist, ne? Dann kann nichts Gutes sein. Fuck, ey. Also ich denke mal, dass das Ventil für den Wasserdruck da sein wird, weil das ist zu offensichtlich, meiner Meinung nach. Und ich muss auf jeden Fall nochmal checken, wo der zweite Schreibtisch war, den ich da, dingsen konnte hier. Mit meinem kleinen Schlüssel. Dann habe ich nämlich auch wieder ein Feld frei. Ich denke mal, das wird das sein, was ich als erstes zu, bei der nächsten Aufnahme machen werde. Yes! Geht doch! Los, erhöhe den Druck. Erhöre ihn. Erhöre, genau. Ich mag das Geräusch. Aber was bringt mir das, ist die Frage. Telefon! Nein, ich habe das Ventil immer noch in meinem Inventar. Warum habe ich das immer noch in meinem Inventar? Okay. So, okay, ich muss noch kurz auf mein Telefon gehen. Bis gleich! So, Freunde, ich bin wieder am Start. Manuel hat nur kurz telefoniert, er hat mich auch schon angekündigt, dass er heute hier anrufen wollte. Und hat mir dabei noch einen geilen Tipp gegeben. Ich habe ihm gesagt, ich nehme gerade Resident Evil auf. Er freut sich da auch schon hart drauf. Hat mir da noch ein paar Tipps gegeben. Ihr könnt dann komplett nicht weg. Okay, irgendwas muss doch hier sein. Dampf. Da! Munition ist gut. Sehr schön. Ich habe leider immer noch mein Ventil da drin. Aber wofür habe ich denn das Feuer hier gelöscht? Ist eine Etage tiefer? Vielleicht ist das Feuer jetzt auch weg? Glaube ich eigentlich fast nicht. Und er hat mich noch auf eine andere Sache hingewiesen, die ich auch nochmal machen müsste. Dafür müsste ich nochmal zurück ins Stars-Büro. Weil da habe ich wohl ein paar Sachen übersehen. Na komm, Sesam, öffne dich. Jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, wo ich jetzt Zombies kaputt gemacht habe und wo nicht. Ah, Krähen, okay, ich lauf schon. Alles gut. Ja, ich würde jetzt auch gleich die Aufnahme beenden. Ja, ja. Sportski, der Typ, das sehe ich doch. Aber ich kann eigentlich hier eine kurze Abkürzung machen. Ich müsste einmal zurück zu einer Kiste, weil ich kann meinen. Genau, kurzes Inventar. Den Bischofsschlüssel, den brauche ich jetzt noch nicht. Das hat wohl irgendwas mit Schacht zu tun. Ich wusste nicht, dass der Bischof eine Schachfigur ist. Ist offensichtlich der Springer. Nicht der Springer, sondern der sich halt diagonal bewegen kann. Wie heißt er denn? Doch ist der Springer, ne? So. Beim Starsbüro, da gab es wahrscheinlich offenbar noch einen Waffenschrank. Den ich einfach mal konsequent ignoriert habe. So, einmal kurz checken, wo ich bin. Ja, okay, hier habe ich alles kaputt gemacht. Das ist der Bürotrakt. Hier gab es sonst nichts. Aber viel wundert mich, weil das soll wohl ein recht offensichtlicher Schrank sein und die ganzen Stars-Mitglieder, die ganzen Schreibtische habe ich auch nicht durchwühlt. Habe ich gestern ein bisschen gemacht, okay, aber. Ah, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo war nochmal das scheiß Büro von den Stars? Ich glaube, komplett auf der anderen Seite, ne? Fuck. Scheiß, wo muss ich hin? Hier bin ich, glaube ich, falsch. Moment. Sorry, ich muss auch mal gucken.
Ja, okay, hier bin ich richtig. Man sollte auch auf die Karte gucken. Also nicht nur, in welche Tür man rein muss, sondern auch in welche Richtung man gerade guckt und so. So. Gehen wir mal kurz dahin. Ansonsten, ja, ich hoffe mal, dass das Feuer da jetzt aus ist, ne? An der einen Sache. Weil dann komme ich da nämlich weiter. Und dass ich hier jetzt noch den zweiten Schreibtisch finde, den ich öffnen kann. Weil dann ist der kleine Schlüssel nämlich auch weg. Aber erstmal hier. Pft. Mag das Geräusch. Du gehst weg. Huch. Soll ich ein Kräuterpaket... Ja, ein Kräuterpaket sollte vielleicht hoffentlich reichen. Hier! Ja, bitte. Was ist da drin? Ja, ein bisschen Munition. Immerhin. Ich hätte mir mehr für die Shotgun gewünscht. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist mit dem Erste-Hilfe-Sprays, weil im ersten Teil gab es ja, glaube ich, mehrere. Also drei Stück oder so. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob es hier wirklich nur das eine gibt, was wir auch gefunden haben. Der Kopf ist weg. Ah, fuck. Ich glaube, das war der große Raum da im Norden. Wieder froh, dass wir hier überhaupt eine Karte haben. Vor allem, dass sie auch schon direkt da war. Also gut, jetzt ist zwar nicht so detailliert wie jetzt, bevor wir die Karte gefunden haben, oder nachdem wir die Karte gefunden haben. Ja, komm, geh weg aus dem Weg. Immer schön an der Wand entlang, damit mir die nicht auf den Keks gehen. So. Nein, das ist der falsche Raum. Ja, super, ey. Toll. Ah, wo ist denn das Büro? Ist das oben gewesen? Das ist nur der Briefingraum. Hm. Ah, vielleicht ist hier noch am Schreibtisch irgendwas. Ne, ist nix, okay. Okay, dann muss ich nochmal ein bisschen weiter forsten. Also, alle Klarheiten beseitigt. Badams. Ich muss nur trotzdem noch überlegen. Fuck, wo war das Büro? Da war nur der Lagerraum. Das war das Büro oben von den Stars? Fuck. Also was Blöde beim ersten Mal durchspielen, weil dann denkt man sich, ah, guck mal, ein Raum. Ah, noch ein Raum. Ah, noch ein Raum. Zumindest ist es bei mir so. Und ich merke überhaupt nicht, wo was ist. So, das ist die ominöse Tür, die wir niemals öffnen können werden können. Aber okay, ich war schon relativ früh rum, weil sonst hätte ich da den Edelstein nicht schon vor Ewigkeiten, vor Äonen geholt. Ah, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da. So, und hier muss wohl irgendein fetter Metallschrank sein, den ich irgendwie übersehen habe. Oder auch nicht. Hey! Der hier? Dann bin ich hier irgendwie gerade. Dann vertue ich mich hier gerade. Aber man sollte eigentlich auch alle Schreibtische durchsuchen können. Das ist doch das Büro. Ach, hier, der hier. Aha. Haha, lustig. Möchte ich die Shotgun nehmen, aber sowas von. So, jetzt haben wir nämlich eine zweite Shotgun. Wir haben einfach mal ein komplettes neues mit. Na, ah, schade. Ich dachte, das geht vielleicht, dass man die Munition da rausholen kann. Und wir haben einfach nochmal ein komplett zusätzliches Magazin. Was auf jeden Fall nicht von Nachteil ist. So, dann sollte ich mir noch das Stars-Bild angucken. A Picture of the Stars Members. Da haben wir sie alle. Wen sehe ich denn? Ganz rechts ist, glaube ich, Chris, ne? Dann obere Reihe, das müsste Barry sein. Den daneben kenne ich leider gerade nicht. Den daneben kenne ich leider auch nicht. Links daneben auch nicht, auch nicht, auch nicht. Also ein paar kenne ich zumindest. Der unten rechts, der ist im Intro gestorben. Vom ersten Teil. Daneben ist Jill. Und, ja. Den Großteil kenne ich leider nicht. Alles klar. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen die Schreibtische an. Hier der vorne müsste direkt von Barry sein. Der hier. Mit den ganzen... Genau, also eine nachgemachte Kanone.
Und der Besitzer ist wahrscheinlich ein Mitglied der NRA. Dann haben wir hier noch was. Ein Bild eines jungen Mannes. Das ist ihr Freundes. Genau, und da sehen wir auch die Kappe von Jill. Hier, ne, da unten. Hier so. Da. Da. Und das ist Chris' Arbeitsplatz. I hope it's not Chris' blood. Und wer hier sitzt, das weiß ich noch nicht so genau. Egal. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Jetzt sind hier eigentlich keine Sachen mehr offen, meines Wissens nach. Zweite Shotgun war auf jeden Fall ein super Tipp von Manuel. Das heißt, jetzt können wir wieder zurücktingeln. Ich überlege, ob das kürzer ist, wenn ich oben lang latsch. Wird's wahrscheinlich sogar. Warte mal. Ja, nee, komm, wir gehen unten lang. Ist okay. So, dann habe ich jetzt noch die Möglichkeit, klar, da bei der einen Schreibmaschine noch weiterzugehen. Da werde ich auf jeden Fall vorher speichern. Ich muss schon gleich so langsam mit Sport anfangen, weil wir haben jetzt schon 10 Uhr. Schon seit 2,5 Stunden quasi läuft die Aufnahme. Ja gut, die 3/4 Stunde davon habe ich telefoniert. Eieiei. Achso, da muss ich einmal rein. Klar. Ich hoffe echt, also gut, ich hoffe wirklich nicht, dass der Bus gleich kommt. Das wäre ziemlich uncool. Oh jo. Vorsicht. Also die Arme, ich weiß nicht, ob die mir überhaupt Energie abziehen. Ja, bisher kommen wir ja noch ganz gut voran. Also eine kritische Stelle gab es ja bisher. Und zwar, wo die 5 Zombies auf einmal kamen und ich war in der Ecke. Ich bin ja froh, dass wenn man die einen Zombie wegschubst, dass dann die anderen Orbit wegfallen. Das ist schon sehr gut so gewesen. Ab in die Main Hall. Ich weiß sogar nicht, ich habe heute eigentlich auch noch ein paar Pläne. Ich muss ja heute auch noch Jahresabschlussbla aufnehmen. Wenn ich mache, dann werde ich dann direkt auch noch ein Unboxing mit verfrühstücken und auf Alex' Kanal hinweisen. Aber dann weiß ich nicht, ob ich heute nochmal aufnehmen soll, ne? Ja, schon. Weil ich meine, morgen kommt zwar Julia vorbei. Oder ob ich einfach zocken soll. Ah, ja, entscheide ich spontan. Ah, fuck. Tschüss, hier oben. Mal sehen. Oder eigentlich auch schon längst in Ordnung geschafft haben, aber na, das Thema ist jetzt für mich durch. Zumindest für Weihnachten, vielleicht vor Silvester ein bisschen, ne? Wenn Christoph und Shen vorbeikommen. Na, sehen wir mal. Aber ich könnte aber gleich noch ein bisschen waschen. Doch, hier war richtig, ne? Da kam ich, glaube ich, auch her. Das ist so krass, ne? Ich nehme seit über 2,5 Stunden auf und die komplette Aufnahme 770 Megabyte. Jo. Ist gar nichts. Also mit X-Bit in Kombination mit dem Grabber schon eine echt tolle Sache. Falsche Tür. Da muss ich schieben. So zumindest meine Vermutung. Ja. Okay, wunderbar. Also von den Heil-Items sind wir jetzt momentan auch ganz gut aufgestellt. Wir haben zwar jetzt nicht so viel dabei, aber wir haben noch genug in der Rückhand. Also ich könnte mich jetzt, glaube ich, 4-mal ordentlich heilen. Ich weiß auch nicht, wie viel Einkauf es gibt. Ob das 25% wieder zurückgibt oder 50%. Die Krähen. Ja, komm, lauf! Geh da jetzt rein, bevor du getroffen wirst. Ja, komm, dann gehen wir erstmal weiter. Aber das Feuerlicht muss mir trotzdem jemand gebracht haben. Das macht mich ganz kirre, ne? Weil gefunden habe ich da jetzt nichts. Klonk. Ach, hier sind noch ein paar Zombies. Zombie. Weg. Ui. Okay. Ha. Hast mich nicht erwischt. Manuel hat doch gesagt, man kann von den Lickern irgendwie abhauen. Nee, das probiere ich gar nicht erst aus. Lass mal stecken, doch.